ich wieder mit einem neuen Video. Es geht um Schwangerschaftswoche 36 und da fange ich eigentlich direkt mal so mit dem Wichtigsten an, mit dem wichtigsten Punkt an, der diese Woche anstand. Das war eigentlich auch noch mein Frauenarztbesuch. Ich hatte dieses Mal auch eine andere Frauenärztin, also ich war zwar schon in derselben Praxis, allerdings hat meine Frauenärztin Urlaub und bin ich eben zu einer anderen gegangen, die da mit drin ist. War auch an sich ganz freundlich, allerdings hat sie ja mir keine Angaben zum Kind gemacht, also hat nicht gesagt, wie groß oder wie schwer sie ist, worüber ich echt ein bisschen traurig war, ich hätte es echt gern gewusst, aber normal wäre kein Ultraschall dran. Dieses Mal hat die eine Arzthelferin da gesagt, aber da ich so ein Wehwehchen habe, habe ich dann gesagt, ich müsste aber schon mal rein und musste mal mit ihr sprechen. Dann hat sie halt nochmal nach dem Baby nur so nebenbei geguckt, sage ich mal. Deswegen ging der Ultraschall auch nur, ja, vielleicht eine Minute oder so. Auch weil mein CTG wieder nicht so toll war. Die kleine Schnarchnase hat, ja, geschlafen. Ich sollte an so Öl riechen. Das hat nicht wirklich was gebracht. Und dann kam die Arzthelferin, hat nochmal an meinem Bauch kräftig geschüttelt, zweimal. Einmal gab es Eintritt und danach war Ruhe. Aber als ich dann mich nochmal draußen in den Warteraum setzen sollte, ist sie dann der Meinung gewesen, sie muss jetzt, ja, aufstehen. Aufstehen, ich meinte aufwachen. Und dann fing sie an, im Bauch richtig Rabatz zu machen. Und deswegen war sie dann beruhigt, die Ärztin, die hat ja nochmal nach dem Herzen kurz geguckt. Und da habe ich sie auch angesprochen, ob das normal ist, dass ich wahrscheinlich jede halbe Stunde auf Toilette muss. Sie sagte, ja, da das Köpfchen vom Kindchen auf jeden Fall schon im Becken liegt. So wie ich es auch vermutet hatte, aber da hat sie es nochmal so zu 100% bestätigt und da wusste ich halt genau warum. Und das ist bei manchen eben schlimmer als bei anderen, sagen wir es mal so. Und ich bin halt nun mal jemand, der sehr klein ist und eh schon kaum Platz im Körper und sie macht sich eben ihren Platz und wenn sie auf meine Blase ständig drückt, so ist das. Das ist auch der Grund, warum ich eigentlich so die halbe Woche auch schlechte Laune habe. Also am Montag und Dienstag war mit mir fast gar nichts anzufangen. Total motivationslos und nichts. Und am Mittwoch genau dasselbe nach dem Termin. Und ich habe nachts auch echt Schmerzen, wenn ich mich im Bett irgendwie rumdrehe oder so. Oder hier auf der linken Seite. Also an diesem Mittwoch war es besonders schlimm, da musste ich auf alle Viere gehen und da hat sie mir wahrscheinlich wieder auf den Nerv gedrückt oder so, richtig böse. Und dann wurde es ein bisschen besser und dann bin ich aufgestanden, habe noch Gymnastikübungen gemacht, so mein Becken gekreist und so. Und danach wurde es besser, dann konnte ich wenigstens einschlafen. Aber so war es dann um eins oder um zwei, das ist jetzt auch nicht so das Wahre. Ja, Donnerstag hatte ich dann war ich beim Geburtsvorbereitungskurs. Dieses Mal haben wir aber keine Übung gemacht, sondern wurden aufgeklärt über das Stillen. Ist ein sehr umfangreiches Thema, das wisst ihr mit Sicherheit. Aber das wurde dann mir zum Beispiel nochmal richtig vor Augen geführt und ich habe vor dieser Aufgabe jetzt noch viel mehr Respekt als vorher schon. Ich wusste ja, das wird kein Zuckerschlecken, ne? Und das ist nicht einfach nur mal Brust rausholen, Kind anlegen und dann ist gut. Da gehört ja viel mehr dazu. Und ja, das war schon ordentlich. Dann habe ich ja, glaube ich, im letzten Video schon erzählt, dass ich getaped werde. Das wurde ich auch. Und zwar so im Lendenwirbelbereich und weiter unterhalb. Also da sind die Klebestreifen, die Pflaster. Und ich muss sagen, es hat am Rücken schon ganz schön was bewirkt. Also es ist jetzt nicht so, dass das alles komplett weg ist, aber es ist definitiv besser. Und dann habe ich aufgeräumt und habe mich danach auf jeden Fall auch ein Stück weit besser gefühlt, weil ja meine Wohnung nicht so meinen Vorstellungen entsprach, was jetzt Sauberkeit betrifft, weil ich einfach zu müde bin. Aber da habe ich dann schon einiges gemacht an dem Tag und dann wurde es besser. Am Freitag habe ich dann den Rest gemacht, einfach nur, um mich noch besser zu fühlen. Und es waren dann auch nur noch so Kleinigkeiten.
und hatte auch meine Anmeldung gemacht beim Krankenhaus und habe dort alle meine Fragen nochmal geklärt und habe die Hebi dort auch mal gefragt, wie das mit meinem Becken ist, dass ich ein bisschen Angst habe, dass das zu eng ist. Sie hat aber auf jeden Fall gesagt, das passt. Sie hat das ausgemessen mit so einem Ding, das sieht ein bisschen aus wie eine Zange. Und da hoffen wir einfach mal, dass sie recht hat. Wenn nicht, kann ich es sowieso nicht ändern, wenn ein Kaiserschnitt notwendig sein sollte, um das Wohl des Kindes irgendwie ja zu wahren, sage ich mal. Da muss ich da durch, auf jeden Fall. Und da gehe ich auch gerne für sie durch. Hauptsache, alles ist gut mit ihr. Ich stehe das alles durch, auch wenn das nicht meine Wunschvorstellung von der Geburt ist. Aber ganz ehrlich, welche Geburt verläuft schon nach Plan? Keine. Es kann immer irgendwas sein. An diesem besagten Freitag hatte ich halt dieses Gespräch. Danach habe ich dann noch ein bisschen aufgeräumt und dann wurde ich dann abgeholt von meinem Papa und er hat mich dann mit in meine alte Heimat genommen. Und da war ich dann bei meiner Besten. Und an diesem Tag waren es auch nur noch 30 Tage und deswegen werde ich auch immer nervöser. Aber so ist das. Der Druck auf die Blase wird auch von Tag zu Tag immer mehr, habe ich so das Gefühl. Wahrscheinlich ist das auch einfach so. Und am Samstag bin ich dann wieder zurückgefahren und das war auch relativ ruhig. Auch die Kleine, na gut, die macht halt schon Rambazamba hin und wieder, wenn sie wach ist. Aber ansonsten habe ich schon das Gefühl, dass sie etwas ruhiger wird, aber wirklich nur etwas. Am Sonntag hatte ich ja dann Wochenwechsel und bin dann in den 10. Monat gekommen. Bin auch immer noch sehr viel schlecht gelaunt und müde. Ich habe auch so einen komischen Druck nach unten gehabt. Ich schätze mal durch die Wehen, dass das Kindchen sich noch weiter absenkt. Und zum Abend hin wurde es dann besser. Da habe ich dann Besuch bekommen und dann haben wir endlich den Gipsabdruck gemacht, den ich noch unbedingt machen wollte. Und der ist auch echt gelungen. Und wenn ihr sowas auch vorhabt, gebe ich euch auf jeden Fall den Tipp. Stellt euch direkt was zu trinken dahin und stellt euch darauf ein, dass ihr lange stehen müsst. Es sei denn, ihr macht ihn im Liegen oder im Sitzen, aber im Stehen wird er einfach am schönsten. Deswegen stand ich und ich hatte kurzzeitig wurde mir echt schwummrig, weil ich nichts zu trinken da hatte. Und mein Besuch hatte natürlich die Hände voller Gips und wollte das dann noch schnell zu Ende machen, weil das trocknet ja dann auch. Deswegen konnte ich länger nichts trinken und es war einfach schon anstrengend, aber es hat sich gelohnt. Und dann haben wir um Mitternacht noch die Idee gekriegt, dass wir nochmal zu Mc's fahren. Also eigentlich war das meine Idee. Ich hatte Lust auf so ein McSundae mit Schokosauce. Und ich wollte dieses Eis unbedingt haben. Und dann sind wir eben nochmal losgefahren und haben Eis geholt. Und dann waren da noch Coupons. Und wie das nun mal so ist, normalerweise bin ich nicht so der Freund von McDonald's, aber ja, da die Coupons da waren, habe ich mir da auch mal gegönnt und um die Uhrzeit vor allen Dingen, das ist ja wieder so typisch. Das war es eigentlich schon zu dieser Woche. Dann sage ich noch mal kurz was zu der Entwicklung vom Baby, was bei meiner Schwangerschafts-Plus-App stand. Also laut denen ist das Baby jetzt ungefähr, sind ja immer nur so Schätzwerte, 47,4 cm groß und wiegt 2622 Gramm. Es nimmt jetzt pro Woche ungefähr 220 Gramm zu. Und in den Wangen kriegt das Kindchen auch nochmal mehr Fettdepots, als ob es sie nicht vorher schon hätte. Das Baby schläft ca. 90% der Zeit und hat nicht mehr viel Platz, um sich zu bewegen. Ja, da muss ich sagen, also 90% schläft meine bestimmt nicht, aber wie gesagt, das ist ja auch wieder jedes Kind unterschiedlich und ja. Das war's eigentlich schon zu meiner Woche und auch mit dem anderen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und das Video für die 37. Woche. Das drehe ich jetzt direkt im Anschluss, weil ich ein bisschen im Verzug bin. Und ja,
Da erkläre ich euch auch, warum ich jetzt in einem anderen Raum bin. Alles klar. Und danke fürs Zuschauen. Tschüssi.